Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports. Servus, grüß dich und hallo. Ja, da sind wir wieder mit einem neuen Unboxing. Genau. Ich habe noch ein Unboxing auf Lager. Aber da bin ich mir noch nicht ganz was den Videoschnitt betrifft. Somit, ja. Solange ich das nicht weiß, fange ich da nicht an. Und ja, vor zwei Tagen kann man ungefähr sagen, ich stand draußen ein Paket beim Nachbarn, auf dem haben wir so ein kleines Tischchen da, wo dann Pakete drauf kommen. Ich wusste nicht, dass das für mich ist. Als ich gestern Abend mal geguckt habe, für wen das ist, warum das da immer noch steht, da steht da mein Name drauf. Mit einer persönlichen Widmung. machst du nichts. So, gehen wir mal rüber zum Päckchen. So, da haben wir das Päckchen. Was steht da? Gladiator Boots. Okay, also wer braucht gladiatorische Schuhe? Hier wurde es ganz schön fein säuberlich zugeklebt mit Panzertape. Na, recht herzlichen Dank auch. Man hat ja sonst nicht, ich weiß gar nicht, wo ich es aufmachen soll, aber ich versuche einfach mal gucken, wo hier der Deckel ist. Das könnte der Deckel sein, würde ich mal sagen. Genau da. Was steht da? Persönliche Widmung ist, mach doch wieder ein Unboxing, Alter. Mit Smiley, Absender. Ist klar. What happened? So, dann wollen wir mal ein Messerchen dazu nehmen. So, wir sind eine Hand drin kriege. Mal gucken, ob das so scharf ist, dass ich. Na, vielleicht. Wollte ich vielleicht gerade sagen, die zweite Hand dazu nehmen. Aber wenn man erstmal durch ist, sollte das eigentlich funktionieren. Na gut, ich mach mal eben mit zwei hin, sonst wird das nichts. So, da haben wir es jetzt. Ja, da hätte ich echt lange schneiden können. Bin gespannt, was da drin ist. Schwarzer Kaffee. Entschuldigung, ich habe Aufstoß, ich habe vorhin das Cappuccino getrunken. So. Naja, Verpackungsmaterial ist ja jede Menge drin. Naja. Man staune. So, ich habe kein Paket bestellt. Ich weiß auch nicht, wer mir jetzt wieder was geschickt hat. Aber ich habe eine Vermutung, wer es sein kann, könnte. Es könnte mein Bruder sein. Der macht gerne mal zwischendurch, wenn ihm was gefällt. Oder sagt, oh, coole Sache, kam schon lange nichts mehr. Oder möchte gerne mal jemanden überraschen. Ja, dann tut er einfach mal was. Was er sonst nicht so tut. Und ja, dann tue ich ihm natürlich denn jetzt mal den Gefallen und dann tue ich das mal. So, da haben wir. Was haben wir denn da? Ich weiß nicht, was wir da haben. Irgendwas wird es sein. So, warte mal, da kommt was. Wo macht man es hier auf? Da macht man es auf. Ich muss mir mal so ein bisschen scharf das Messer noch, das ist. Muss ich mal so ein Schleifdings so zum Scharf machen. Hier ist ja nochmal zugeklebt. What happened? So, dann mache ich jetzt. Warte mal, so. Ich muss ja irgendwie festhalten. Und da ich keinen Kameramann habe, muss ich mir mal was einfallen lassen. So. Kriegen wir das jetzt so rausgedrückt oder ist jetzt hier noch was, was irgendwo blockiert? Ist diese hier. Mal irgendwie aufreißen hier. Da komme ich jetzt dran. Was bei den sieben Höllen, ey. Na, entschuldigt, aber ich gucke gerade im Moment Game of Thrones mal wieder. Ich habe voll Bock drauf. Geile Serie. Ja. War richtig Spaß. Kommst nach Hause, denkst an nichts. Jetzt ist das. Guckt euch diesen. Wer denkt sich denn diesen Quatsch? Jetzt ist das nochmal wieder Panzertape. Leco mio, Alter. Bruder, bist du behindert oder was machst du da? Aber das hast du ja beim letzten Paket auch schon gemacht. So, einen Moment. Bei den sieben alten Göttern und bei den sieben neuen Göttern. Was? Wer gibt sich denn so viel Mühe? Mal ganz ehrlich, ich brauche da vielleicht 5 Minuten dafür, um das auszupacken. Du hast wahrscheinlich die doppelte Zeit dafür gebraucht. Ich gehe mal kacken, ey. Zeitungspapier, erkennt man gleich sofort. Ja, da ist überall rundherum
Ja, also mit dem Ding kannst du sogar tauchen gehen, glaube ich. Das ist luftdicht verschlossen. Ist auf ein, zwei Stellen. Wo soll ich das jetzt aufschneiden, ohne dass ich was kaputt mache? Ja, siehst du, da hat er nochmal. Okay, das heißt, vielleicht fange ich hier an. Ne, da hat er rumgeklebt. Jetzt muss ich erstmal irgendeine Dings finden, wo ich das hier. Ach du Scheiße, nee. Keine Ahnung, man kann es auch nicht erfühlen. Ja. Galu! Hecke, Hefte, ich hab gerade an dem Fuß. Mach, Gallimard, schock die Idee. Ja, der schockt mich jetzt auch gerade. Happen, so, die erste Verkleidung habe ich runter. Ist wirklich so. Hier, da. Ja, und was ist das da? Happen, Alter? Wo happen? Was aber gut ist! Was soll das, du Arschloch? Ich krieg die Krise. Naja, gut, okay. Ich hab ja sonst nichts zu tun. So, wo mache ich das jetzt hier auf? Bin ich auch wieder da. Ja, unglaublich. Das kann ich jetzt einmal komplett rum, oder nicht? Aber hier erstmal. Jetzt haben wir ein kleines Paket. Oh, was staune. Es kommt so langsam Licht in die Geschichte, habe ich das Gefühl. Ich dachte, das kriege ich jetzt so raus. Jetzt muss ich doch noch mal das Messer in der Hand. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Margaret, wie tust du? Gib mal einen zolligen Schieber. Das, oh, warte mal. Das, vielleicht klappt das ja. Oh. Mit einer Hand. Mamma mia, Cinquecento. So. Jetzt haben wir das, jetzt hat er das. Ja, hier. Ne? Warum hast da fehlt jetzt, da ging ihm wahrscheinlich das Panzertape aus. Ja, definitiv. Was ist denn das hier? Da hat er irgendwie so eine Schnur dran. Ist das ein Drache oder sowas? Mache ich da auf, kommt jetzt Knallbonbon oder so? Zünd den Knaller. Wenn's etwas länger, ja, wenn's mal etwas länger dauert. Was, wenn es mal etwas länger dauert, ja. Isst ihr ein Snickers? Nee, oder? Was willst du, ich verarsch? Okay. So, wenn es mal wieder. Machen wir jetzt. Nee, komm. Oh. Ist nicht das, was ich. Nice. See you.
Also, das Snickers, weiß ich nicht, das war wohl schon ein paar Jahre alt. Das hat wohl ein bisschen rumgestaubt im Regal oder so. Kennt ihr diese, diese Fernsehwerbung aus dem Fernsehen? Und isst ihr doch mal, war das ein Knoppers oder sowas? Oder so ein Müsli-Riegel, der so richtig, wenn er dann bricht, so richtig schön am Stauben ist, so richtig wohl alles durch. Ja, genau. Der zerbröselt sich schon beim Angucken, muss ich sagen. Nee, hätte ich lieber eine Packung lassen sollen. Aber trotzdem mal danke. Gleich erstmal sauber fegen da hinten. So. Was haben wir denn? Blinddarm. 4. Der erste Teil des Dickdarms ist der Blinddarm mit dem kleinen Wurmfortsatz für die Immunsystem. Okay, gut, dann lassen wir das. Ich entscheide mich, glaube ich, für diese Seite. Das ist, glaube ich, einfacher aufzumachen. Ja, Mai. Ist denn heute schon Weihnachten? Du denkst jetzt, kommst dir sehr witzig vor, wa? Du findest das jetzt richtig geil, amüsierst dich vor diesem Video und really? He fucked up. Okay, darf man nicht sagen, aber in dem Punkt, das war dahingestellt. So. Jetzt hat er keinen Panzertape. Jetzt geht's mit. Ja, da hat er sich dann. Da hat er sich verzettelt. Jetzt ist es zu spät. Wir öffnen. Da ist noch mehr Papier. Dieses Video wird umgeschnitten. Großartig, da nur mal ein, zwei Videoszenen, die ihr gesehen habt, um das halt so ein bisschen zu unterstützen, das Ganze. Ich glaube mal jetzt hier. Also wenn ihr Papier schicken wollt, könnt ihr das gerne machen. Ja, ich habe unten noch ein paar große Kartons, die schicke ich euch zu. Da könnt ihr jede Menge Papier reinpacken, ich entsorge es für euch. So, was haben wir denn jetzt? Ach, da hat er wieder Panzertape genommen. Ach, das ist ja wieder, siehst du mal, ohne die Rechnung vom Papier. Papier ist ohne Panzertape nichts. So, jetzt, what happened? Nein, doch. You win or you die. Wala Mogulis. Heftig, hopp, Kram, Anemophus. Galima, Shorty Day. Alles klar. Black Omeo. Kui. Game of Thrones. Alter. So, jetzt gehen wir ein bisschen hinter mir, habe ich Sonne. Jetzt kann ich es durchs Display von dem scheiß Handy nicht erkennen. So, so geht das gerade. What? Oh, ein Glas? A sunglass is as north. Ja. Oh, warte mal. Das ist stark. Das ist ganz schön stark. Pilsener Glas. Du Saubreißen, du Blöde. Das kann doch wohl gar nicht wahr sein, ey. Alter. Wenn ich habe heute lange Saunanacht. Freitag. Boah, die krasse Verzierung, man sieht sogar die, vielleicht nicht so, man sieht sogar die Karte auf dem Glas. Also wenn ich vom Feierabend komme, ich habe im Moment Spätschicht, gönne ich mir damit auf jeden Fall, ja, mal mein erstes Bier. Was haltet ihr von diesem Glas? Ja, könnt ihr mal kommentieren, ob das gut ist, wie ihr das findet. Game of Thrones, King of the North. The Winter is coming oder Winter is Dark coming. Da könnt ihr die ganzen Bilder. Hammer. Hammer hat und gar nicht so lange her. Über, ich glaube, letztes Jahr, da habe ich dann mal dieses
nette Tässchen von ihm gekriegt. Ja, Rick Rimes. Ladies and Gentlemen, ein Applaus für Rick Rimes. Walking Dead. The Walking Dead. Ja. Da habe ich noch eine Sauerland-Kurier. Da habe ich damals mal meinen Cappuccino draus getrunken. Ach, das hört ja gar nicht mal zum Unboxing. Okay, gut. Ja, noch eine alte Hardy-Tasse, die habe ich mal bei uns im Garten gefunden. Ja. Ja, machst du nichts. Und dann oben, ne? Bruderherz, wenn du mal vorbeikommst, dann geben wir uns damit erstmal, ne? Erstmal zwei halbe Haare, bitte. Einmal mit Zwiebeln und einmal mit ohne Zwiebeln, ja. Was bei den sieben alten und neuen Göttern hat dich dazu geritten, sowas Judas? Hey, Judas? Fettes Merci. Ja, fettes Merci, Alter. gerechnet habe ich nicht damit, nur, ja, weiß ich nicht, hat irgendwie was, was dich betrifft oder deine Geschenke. Ich habe dann immer so eine Vorahnung. Ja, weil du hast mir ein Bild geschickt und ja, war das, glaube ich, bei dir eine Tasse und dann kriegst du noch ein Glas. Ich denke, das fand ich dann schon ein bisschen spanisch. Da habe ich schon irgendwas gerochen. Ich denke, hä? Normalerweise kauft er sich immer pro Dings auch irgendwie nur eins oder so. Also, so wie ich meine, wo ich dich, würde ich dich kennen. Hm? Ja, dann rechnest du mit nichts mit sowas. Und dann kommt der Bocket in schwarz. Und ich denke, ist schon ein bisschen eigenartig. Also irgendwie, ich weiß nicht, also lass dir mal was Besseres einfallen, ohne dass ich irgendwie eine Vorahnung habe, was du mir was schickst. Weil die letzten Themen gingen darum, Game of Thrones und Sons of Energy gucken und hier und da. Und wenn nur diese Themen kommen und auf einmal kommt da ein Paket, merkst du, man? Also irgendwie habe ich schon gerochen. Irgendwie wusste ich, da kann was Game of Thrones mäßiges im Paket sein. Irgendwie weiß ich nicht. Wir sind da hier oben telepathisch irgendwie manchmal verbunden. Irgendwie habe ich da, dass die Funkwelle doch irgendwie stimmt. Ganz komisch, ey. Ja, mal Dankeschön, Bro, Valamogulis. Und ja, werde ich dir wohl auch mal was zukommen lassen. Ja, ich weiß nicht, ob du ein Unboxing machst. Vielleicht, ja, vielleicht nicht. Ja, vielleicht machst du es ja mal. Ich schicke dir da mal eine Plattform, wo du das kostenlos hochladen kannst. Da lade ich es mir von da aus runter. Hast ja jetzt Internet. Und da werde ich das Video ein bisschen cutten oder schneiden, je nachdem. Oder es bleibt einfach so. Und dann lade ich es hoch. Nur wenn du es möchtest. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Ansonsten, ja. Ungeschnitten, ungestylt. Game of Thrones. Yes. So, einmal Walking Dead, einmal GOT. Jetzt auch bei mir im Schrank. Jawohl. Ich bin dir Nummer 1! Hey, ich bin dir Nummer 1! Ciao, mit Farb.